Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und zwar gibt es heute ein richtig krasses Special-Video. Ich werde heute meinen jüngsten Fan mit einem Mini-Lamborghini überraschen. Ihr denkt euch jetzt so, hä, was meint Lukas damit, Leute? Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Und zwar habe ich einfach mal einen Original-Mini-Lamborghini bestellt, Leute. Ihr seht schon, Alter, wie krank sieht der bitte aus? Leute, hier richtig original. Das ist ein Aventador SVJ Original von Lamborghini. Und der ist auf jeden Fall riesig. Also ich könnte mich sogar hier selbst reinsetzen. Und der Lamborghini fährt auch bis zu 15 km/h schnell, Leute. Der war unnormal teuer, Leute. Ich sag's euch ehrlich. Schaut ihn euch einfach mal an, wie geil der ist, Leute. Hier, original, ihr seht es. Lamborghini in die Auspuffrohre. Ultra heftiger Wagen. Und ihr wisst ja, ich habe meinen jüngsten Fan, der auch mein Nachbar ist. Der heißt Leontin, Leute. Der wohnt über mir tatsächlich. Und zwar ist Leontin auch ein Lamborghini-Fan. Ich habe nämlich schon mal mit ihm ein Zeichnen und Kaufen-Video gemacht. Und dort hat er damals einen Lamborghini gezeichnet, den ich ihm holen soll. Und ich habe dann erstmal so einen richtig kleinen, ja, so einen elektrischen Lamborghini ihm geholt zum Fernsteuern. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe aber jetzt einfach mal den hier gekauft. Der ist einfach nur riesig und ich werde ihn jetzt gleich ein bisschen pranken. Ich habe nämlich gesagt, dass er zu mir kommen soll, weil ich die neuen Stumble Guides Karten habe und das gebe ich einfach nur vor, damit er nicht weiß, dass ich ihn mit einem Lamborghini überrasche. Dieses Video findet ihr übrigens auf meinem Zweitkanal, wo ich ihn mit den Karten überrasche, aber die richtige Überraschung ist ja dann eben der Lamborghini. Und ich würde sagen, Freunde, jetzt zeige ich euch mal den Lamborghini. Also wie gesagt, ihr seht, der ist riesig, der ist irgendwie, weiß nicht, fast 2 Meter lang oder so und ich mache den jetzt mal an und zeige euch die krassen Funktionen. Also Freunde, ihr seht schon, der hat hier auch so ein Original Lamborghini Lenkrad. Dann hat er hier so eine Geschwindigkeitsanzeige und sogar ein funktionierendes Display. Er hat hier richtig krasse Lamborghini Ledersitze. Ihr seht es auf jeden Fall. Sogar theoretisch für 2 Personen auch, ne? Hier sieht man so den Motor sozusagen durch, Leute. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier zusammen den Lamborghini. Das werde ich später auch nochmal machen mit Leontin, um ihn zu überraschen. Oh mein Gott, Bro! Jetzt geht er an. Oh mein Gott. Alter, Leute. Und das ist kein Spaß. Man kann jetzt hier wirklich, wenn man hier unten drückt, ihr seht es, dann fährt er auf jeden Fall. Also es ist ein wirklich fahrbarer Mini-Lamborghini. Also Leute, übelst krass. Und er hat ja sogar auch ein funktionierendes Display, wo man Musik hören kann, ins Internet gehen kann. Keine Ahnung. Und das Ganze mit Touch-Display. Ich kann jetzt auf Musik zum Beispiel klicken. Und dann hören wir hier theoretisch Musik, wenn wir das wollen. Ich bin auf jeden Fall ultra gespannt, wie die Reaktion von Leontin sein wird, wenn er auch damit fahren darf und so weiter. Ich werde ihm den für einen Tag schenken, Leute, weil der war sehr teuer. Den musste ich auch nochmal selbst fahren. Das finde ich super lustig. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob er jetzt kommt. Let's go. Also Leute, und auch ganz wichtig, der Wagen hat sogar Licht tatsächlich. Wir können hier das Licht anschalten. Und ihr seht schon, Digga, jetzt kann man den sogar im Dunkeln fahren. Wie heftig ist der bitte, Leute. Gehen wir mal auf die Rückseite. Auch hier ist das Licht an, wie bei einem Original Lamborghini. So, Freunde, Leontin kommt jetzt gleich her und klingelt. Ich glaube, er ist schon losgegangen. Und dann werde ich ihm die richtig heftige Überraschung geben. Ich bin mal richtig gespannt. Okay, Leute, er hat geklingelt. Okay. Ich würde sagen, wir öffnen, Leute. Und? Moin. Oh, hi, was geht, Leontin? Also, Leute, ja, kennt ja Leontin schon aus den ein oder anderen Videos. Wie gesagt, kannst gerne nochmal sagen für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, wie alt du bist und wie du heißt. Und ich spiele Karriere und spiele Basketball. Genau, und du heißt Leontin? Ja. In welcher Klasse bist du? Ersten. In der ersten Klasse, Leute. Heute habe ich, wie gesagt, eine richtig heftige Überraschung nochmal für dich. Okay, ich würde sagen, du kannst erstmal hinten auf die Couch gehen und dann komme ich gleich dazu. So, Leontin, ich würde sagen, ich habe das natürlich auch schon deinen Eltern erzählt, was die Überraschung ist, aber du hast noch gar keine Idee, ne? Nee. Vermute mal irgendwas, was könntest du dir vorstellen? Eigentlich gar nichts, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Sache, die du richtig cool finden wirst. Also ich bin gespannt, wie deine Reaktion ist. Ich sag dir schon mal, es hat sehr viel gekostet. Und ich schenke dir das Ganze für einen Tag. Also, für einen Tag? Ja, für einen Tag. Cool. Okay, also nur mal so an dich, es hat so ungefähr 1000 Euro gekostet. Also es ist schon sehr teuer gewesen. Aber Leute, ich würde sagen, du kannst jetzt erstmal deine Augen schließen. Und dann gibt es die Überraschung. Ja. Ich bin so gespannt, wie reagiert das Ganze. Ich würde sagen,
Du darfst deine Augen öffnen. Jetzt! Und zwar, du hast einen ultra heftigen Mini-Lamborghini bekommen, den du selbst fahren kannst. Cool. Das ist heftig, oder? Ja. Und zwar, schau mal, der Lamborghini, wenn ich den jetzt starte, ja. Guck mal, der hat sogar Licht vorne. Boah, Achtung, und jetzt hörst du den Motor. Oh. Oh. Schau mal, kannst du mal mitkommen? Man sieht hier sogar, Leontin, das ist sogar, du hast ein eigenes Touch-Display hier sogar. Du kannst rein theoretisch hier Musik hören. Hier ist auf jeden Fall komplett, du kannst hier lenken, da unten Gas geben. Das ist ultra krass. Das mal draußen ausprobieren. Genau, das machen wir nämlich jetzt gleich. Und wenn du willst, kannst du schon mal dich reinsetzen. Der, Achtung, warte, der hat Flügeltüren. Nein. Doch, öffne mal so. Krass. Warte, du musst es so öffnen und jetzt nach oben. Warte. Zack. Boom! Einfach Flügeltüren. Noch nicht Gas geben, okay? Also erstmal, wie sitzt es sich im Lambo? Geil. Ist heftig? Bequem. Ist bequem? Oh ja. Boah, komm, wir machen hier mal deine Tür zu. Let's go. Ah, warte, da muss man wieder hier diesen... Ja. So. Boah, zack. Boah, okay. Erstmal dein erster Eindruck zu dem Lamborghini. Wie findest du den? Geil. Richtig geil, oder? Der hat sogar hinten Licht. Also der ist komplett ausgestattet. Kannst du auch mal zeigen. Und zwar ist das ein Lamborghini Aventador SVJ. Der krasseste Lamborghini. Du hast wahrscheinlich richtig Bock, den Probe zu fahren, oder? Ja. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal nach draußen und dann darfst du den Lambo ausprobieren, okay? Let's go, Freunde. So, Freunde, wir sind jetzt hier am Start mit Leontin und es geht endlich los. Erstmal die Tür wieder aufmachen, würde ich sagen. Eindrücken und dann, ja, boah. Let's go, dann steig schon mal ein. Genau, angeschnallt ist Leontin auch. Safety first, kannst du mal näher kommen und uns zeigen. Also hier schön natürlich angeschnallt auf. Ich würde sagen, du darfst jetzt selbst den Wagen starten. Boah. Sollen wir mal ein Wettrennen machen? Und zwar, du kannst dann gleich noch schneller fahren und ich werde rennen gegen dich. Das ist lustig, oder? Ja. Okay, ich würde sagen, dafür fahren wir noch mal einmal zurück und dann, genau, schaffst du es. Ah ja, wow, du kannst auch rückwärts fahren. Oh, warte. Oha, du hast sogar rückwärts gegangen, stimmt. Also Leontin, du bist schon geborener Rennfahrer. Und schau mal, du hast hier sogar einen Schalter. Hier steht High Speed. Ich lege den jetzt mal kurz um. Allerdings, warte. Du musst sehr vorsichtig sein, der ist jetzt richtig schnell. Leute, ich würde sagen, erste Challenge, die wir machen, ist ein Wettrennen. Ich muss rennen und Leontin fährt mit dem Lamborghini. Ich muss jetzt nicht mal meinen Führerschein machen. Nee, den hast du jetzt schon. Drei? Ja! Drei, zwei, eins, go! Und? Hä? Warte. Ah, warte, hier. Jetzt. Ja. Okay, drei, zwei, eins, go! Oh! Oh mein Gott! Oha, richtig. Oh, ey Leute, das war ein richtig knappes Fotofinish, aber Leontin hat hier auf jeden Fall den Punkt bekommen. Und ich würde sagen, wie war's? Sag mal ehrlich. Geil. War geil? Mhm. Boah, richtig gut gefahren. Die zweite Challenge ist ein Slalom. Das heißt, ich werde so Hindernisse legen und du musst dann so darum drumherum fahren. Okay. Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt dazu. Let's go. So, Leontin, wir kommen zur zweiten Challenge. Ich bin gespannt, ob du es schaffst. Die ist schon sehr schwer, bin ich ehrlich. Also hier ist dein Lambo und du siehst, da sind drei Hindernisse. Einmal das hier, Leute. Dann einmal das in der Mitte und das Grüne. Die Challenge ist jetzt, dass du da drum so ein Slalom fährst. Pass auf, ganz langsam fahren und am besten nicht ins Gebüsch. Also du musst nach links direkt drehen. Ja, let's go. Oh ja, sehr stark. Oh, oha, let's go, das geschafft. Oh, richtig krass, Maschine. Das war richtig gut. Mhm. Heftig, Leute. So, Freunde, die nächste Challenge, die dritte und finale Challenge, ist eine Drift-Challenge. Glaubst du, du kriegst es hin, einen richtig krassen Drift mit dem Lamborghini zu machen? Ja? Okay, Leute, wir werden das Ganze bewerten. Leontin kommt dann von dort und macht hier einen richtig heftigen Drift. Bist du bereit, Leontin? Ja. Okay, dann let's go. Okay, fühlst du dich sicher, das zu machen? Ja. Okay, dann. So, Leontin, die dritte Challenge, wie gesagt, ist eine Drift-Challenge. Kannst du mal auf Highspeed schalten? Ich bin gespannt auf deinen Drift. Oh. Okay. Und Drift. Oh, oh mein Gott, Leontin, stopp, stopp,
krasseste Trip ever. Alter, der war richtig krass. Wie hast du das gemacht? Ey, du bist komplett rum. Ey, Leute, krank einfach. Du hast richtig gut gemacht, Leontin. Ich würde sagen, das war's dann auch mit dem Video. Wie viele Likes sollen die Leute da lassen, Leontin? Letztes Mal 100.000. Oh, 100.000 Likes, Leute, für diesen Drift. Macht das gerne. Bis dann. Oh, ciao, ciao. Ciao, ciao. Boah, das hast du richtig gut gemacht, den Drift. Das ist voll krass gewesen, ehrlich. Mega stark.